Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge sind wir wieder in der Asgard-Menschenfarm eingedrungen, weil wir einen Stein weggeschoben haben. Und ja, wir haben uns in zwei Gruppen aufgeteilt. Lloyd, Kratos und Genis sind in dieser Gruppe und Colette, Rain und Sheena sind in der anderen Gruppe, also ein reiner Männer- und Frauentrupp. Unbeabsichtigt natürlich. Und ja, wir sind jetzt mit dieser Gruppe auf dem Weg zu Qua. Und mit der anderen Gruppe sind wir unterwegs, hier den Sicherheits- oder den Steuerungsmechanismus zu erledigen. Und ja, keine Ahnung. Ich habe noch nicht gesehen, was die andere Gruppe macht, aber sollten wir immer schon bald sehen. Erfahrungsgemäß Level 2, okay. Ich weiß immer noch nicht, was die machen. Vielleicht sollte ich die mal ausrüsten. Wäre vielleicht mal eine gute Idee, ne? Ich habe jetzt gerade frisch gespeichert. Ich gebe mal Lloyd eine. Level 2. Ausreichend Elan, Vitalität. Die sind dann aber auf jeden Fall weg. Ich hoffe, die können wir irgendwo mal irgendwann bekommen. Der Fluchwert vermindert den physischen Schaden durch Gegner mit geringer Genauigkeit. Erhöhte Beweglichkeit im Kampf, erhöht maximal KP. Mit Beweglichkeit in Städten und Dungeons. Ja, super. Dann würde ich sagen, Elan, ne? Weiß ich nicht, noch irgendjemanden? Geist, Elan, Individualität. Geist, Elan, Individualität. Okay. Bekommen auf jeden Fall alle was anderes. Wacht plus, okay. Weiß ich nicht. Ich gebe erstmal Leute ein und dann weiß ich nicht. Warte mal. Der Beweglichkeit immer mehr bringt das eigentlich überhaupt? Ja, geht weg, aber man kann ja nicht free running. Oh, Speicherdingen, geht weg, Mann. Ich habe keinen Dingen. Speichersiegel brechen. Habe ich solche Speicherdinger? Ich meine, ich habe immer irgendwie eins übrig, ne? Aber wo sind die denn? Weiß nicht, wo so ein Ding denn hier ist. Okay. Oh, okay. Das ist ja schon mal. Obwohl, warum sollte ich denn das Ding aktivieren? Wir haben doch da unten ein Speicherdingens. Wir kommen. Es bewegt sich nicht. Wir müssen warten, bis die anderen das Sicherheitssystem deaktiviert haben. Ja, okay, das ist unser Stichwort. Lasst uns loslegen. Okay, ihr habt die ganze Zeit hier gewartet, nehme ich an. So, wen nehmen wir denn dann? Warte mal, ich möchte jetzt zum Erfahrungsdingen einsetzen. Level 2. Was haben wir da? Ausweichen, Elan, Vitalität, Individualität, Geist, Neutralisator, E-Abwehr und Individualität. Ausweichen, Magie, Vitalität und Individualität. Bahrain, die Sachen klingen interessant. Kann ich mir nicht angucken, was die machen? Dann, aber gehen wir erstmal den Hauptcharakter, den Hauptcharakteren hier, so ein Ding. Und zwar das hier, das ist stärkt von magischen Sprüchen, Vitalität, erhöht die Wirkungsdauer von Heiligentrank. Ja, super. Wahrscheinlich habe ich hier Mist gebaut, aber egal. Ja, tun wir mal Intelligenz. Zur Not kann ich die ja wieder entfernen, ne? Das ist so nicht, was der T- und der S-Typ hier alles bedeutet. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. So, ich möchte aber nicht Rain steuern. Ich möchte. Also, Rain möchte ich schon steuern, aber nicht im Kampf. So, haben wir. Haupohammer. Ja, versuchen wir mit Colette, obwohl mit ihr ist, glaube ich, auch nicht so eine gute Idee. Wir haben keine Zeit dafür. Frau, was tust du ihr? Hey. Mein Gott, beide sind am Zaubern. Er ist wirklich am Tanzen, das ist echt so eine Rockergruppe.
Nein, der andere Zauber. So. Ja, Yoshina, warum stehst du so davor? Okay, hier. Weiß ich nicht, hier. Hallo? Nee, das war nicht höher. So, der stand davor, also müssen wir ja wohl dahin, nehme ich mal an. Da kommen wir wieder zurück zum Eingang, ne? Oh, haben wir uns hier schon mal angeguckt? Anscheinend nicht, oder? Okay, da ist doch eindeutig irgendwas. Oh, da ist eine Truhe da unten. Kistenrätsel. Ich habe böse Erinnerungen. Aus einem anderen Projekt, dessen Namen ich nicht nennen will. So. Warte mal hier. Oh Gott. Ach, waren wir nicht hier beim ersten Mal irgendwie? Warte mal. Wir müssen die Truhe haben. Das Rätsel ist irgendwie anders gelöst, als ich das. Ach du. Na, ich gucke noch mal ein bisschen hier rum. Okay. Na. Der tut so gelangweilt, ob ich losgehen, ne? Ich gehe noch mal hier gucken, was hier ist. Ich glaube aber, hier sind wir nicht falsch. Erdkarte. Oh, das ist bestimmt für China. What? Okay. Hier. Ah. Oh. Nun. Was? Ma, bin ich ja richtig? Okay, Colette haut eigentlich auch schon rein, ne? Habe ich überhaupt schon mal irgendwas geklaut mit dieser Attacke? So, jetzt haben wir schon die Gefangenen befreit. Super. Ist bei euch alles in Ordnung? Wer seid ihr? Die Wächter der Auserwählten. Die Auserwählte ist gekommen, euch zu retten. Reißt euch zusammen. Ironischerweise ist sie bei uns. Ist einer von euch aus Palma Costa? Ich. Kennst du ein Mädchen namens Chocolat? Oh ja, sie musste sich hier einen Test für Wirtskörper unterziehen. Der Test entscheidet, auf welcher Farm sie gebracht wird. Ich glaube, sie sagte, sie würde sie nach Iselia bringen. Iselia, ich verstehe. Danke. Nun, jetzt lasst uns wieder von hier verschwinden. Folgt mir, verstanden? Entschuldigung, du bist China, richtig? Du bist auch hier, um uns zu helfen? Ja. Danke. Oder danke, da war eine Frau. Hey, keine Ursache, das ist doch nicht der Rede wert. Okay. Dann, weiß ich nicht. Ups. Erwachen. Fuchsis. Ein Amulett, das vor Betäubung schützt. Ich glaube, China hat noch. Doch, sie hat, warum hat sie zwei Dinger? Einfach so was hier. So. Okay. Ja, okay. Jetzt kein Grund, das Ding nicht. Ich nehme an, wir kommen irgendwann dahin. Oder warte mal, sind wir jetzt auf der. Erstmal, was da unten ist. So. Oh, daneben. So bekommen wir nicht so viele Gegner. Als ob das Spiel weiß, dass ich mich in Gruppen aufteilen muss und somit schwächer bin. Oh, Mischke gestohlen. So.
Wo sind wir? Wir sind jetzt auf der anderen Seite, ne? Vorsichtig. Vorsichtig. Okay, wir sind auf der anderen Seite. Schützt es das Sicherheitssystem? Jetzt geht's los. So, Raybit. Und Unisono-Attacke. Irgendwie ist nichts passiert. Ach, weil ich nur zwei hab oder was? Okay, keine Ahnung. Irgendwie ist nichts passiert. Button. Ja. So, das ist es. Na also. Wenn wir jetzt die letzte Taste drücken, die noch übrig ist, können wir Leute den Rest überlassen. Das heißt, in den einen Raum sollte ich vielleicht noch nicht hingehen. Du willst mich doch verarschen. Nee, hau ab. Verkohl dich hier. Komm, leck mich doch. Okay, weil der eingefroren war, sag ich mal. Mein Gott. Bei ihr sehen die Angriffe sogar noch gut aus. Hey, durchbohren. Wutsch. Durchbohren. Ich will nicht, dass du zahlst. Auch damit. Gut. Ich bin einen dahinter schon eher. Krieg der hier. Wie geht denn das? Ah. Ja, da war doch Dingens hier. Die Attacke. Wie hieß die nochmal? Genau, Jade von Tales of the Abyss. Lightning Lance oder irgendwie. Nee, so heißt das definitiv nicht. So, aber da ich weiß, dass ich da schon weiterkomme, gehe ich noch mal da zurück zu den einen Typen. Wo hat mich der denn dann hingeführt? Der Gang, ja. Ja, super, das sagst du mir jetzt erst. Okay. Und ist jetzt nur der mittlere Gang übrig, den wir nicht untersucht haben. Also, geh weg. Der hier. Ja. Wo die linken und rechten Dinger sehen aus wie Türen. Ja, super. Ma. Hier kommen wir, ja. Warte mal hier oben. Nix, ne? Okay. Nö, okay. Dann weiß ich ja, wo ich hin muss. Ja, ich muss das Ding ja aktivieren und dann noch mal runtergehen. Ne? Ne? Okay. Okay. Okay, ist ja nicht allzu schwer. Ich habe irgendwas sehr viel Schwierigeres irgendwie im Kopf gehabt. Alles klar. Na, schon wieder am Mikro gekommen, verdammt. Oh nein. Oh ja. Ma, nur zwei Hammer. Jawohl. Aua. Gut. Na. Ma. Ma. Ich sehe gar nicht, wann er angreift, ey. Schön. Das ist es. Wir müssen uns beide und Quares Raum finden. So. Sehr gut, es hat sich bewegt. Warte nur, Quar, ich krieg dich. So, aber weil ich ja schon einige schlechte Erfahrungen mit Bossen habe, besonders hier den im Menschenfarm, gehe ich nochmal zurück und speichere. Heilen müssen wir uns, glaube ich, nicht. Da haben wir noch genug, ne? Ah, aber gleich. Aua. Was? War ungefähr ein, zwei. Was zum. Da ging irgendwie wirklich schnell der Kampf. So. Ich gehe mal zur
Sicherheit speichern. Sonst darf ich mir den ganzen Weg hier reinrennen und ja, das möchte ich nicht. Das finde ich nicht toll dann. So. Du, Bams. Ach ja, der Ring ist jetzt wieder normal, ne? Ma, kann der nicht immer so bleiben? Kann man das Ding nicht mitnehmen? Ja, was auch immer es gemacht hat, die Dinge auszustellen, wir haben es einfach auf jeden Fall mal gemacht. So, jetzt bist du dran, Qua. Dem Team müsste das eigentlich klappen, aber wir haben keine Eile haben, keine offiziellen. Ich habe dich gefunden, Qua. Also, das ist also Lloyd. Ich sehe schon, da ist eine gewisse Ähnlichkeit. So eine Tusse oder? Ihr seid also doch gekommen. Ich würde es begrüßen, wenn du nicht das Thema wechseln würdest. Pronyma, mein Gott. Es liegt auf der Hand, dass du Forschungsdaten meines Angelus-Projekts gestohlen hast. Ich bin deiner Entschuldigung müde geworden, Qua. Ich habe dir schon gesagt, dass ich nichts darüber weiß. Stures Weib, aber ich sollte wahrscheinlich nichts anderes von jemandem erwarten, der widerrechtlich die Führung der 5 Großfürsten an sich gerissen hat. Aber sei gewarnt, Pronyma. Sobald ich dieses jämmerliche Wesen, den Exwehr, abgenommen habe, werde ich der Anführer der 5 Großfürsten. Und dann wirst du um Vergebung winseln. Was redest du da für einen Unsinn, Qua? Ich habe gehört, dass Raudil dich in seiner eigenen Form hineingezogen hat. Oh, hallo, ihr kommt perfekt. Aber ich an deiner Stelle würde nicht davon ausgehen, dass ich Leute. Ich habe immer noch nicht nachgekommen, wie man ausspricht. Ich sage einfach mal, Yggdrasil lange hintergehen kann. Lloyd Yggdrasil? Okay. Die Mana-Kanone ist also kein Geheimnis mehr. Nun, das macht nichts. Sobald ich den Exwehr besitze, wird alles, dessen ich verdächtigt werde, zu einer blassen Erinnerung degradiert. Mach dich bereit. Du wirst ihn nicht von mir bekommen. Durfte nicht mal ein Team irgendwie? Ach du Kacke. Music. Ah, super. Ja, genau. Genes Genuma mit, weiß ich nicht, Eruption oder so auf die Viecher hier los. Hast du was gemacht? Okay, hat nur so lange gedauert. Aber schön darauf, Genes. Ich kann immer diesen Angriff einsetzen, ne? Mein Gott, warum halten selbst die Viecher so viel aus? Das ist ja nicht mehr normal. Oh gut. Gerade du schaffst das ja irgendwie, ne? Aber ich schaff das irgendwie nicht. Aber gerade halt die ganze Zeit. So, einer ist weg. Aua, aua! Dennis, wirf mal einen Apfel, bitte. Ich höre irgendwo Sterne, hoffentlich sind das die von Qua. Okay, das hier. Kannst mal das hier. Warte mal, haben wir davon. Ja, okay, wir haben. So. Oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh. Konzentriert euch mal auf die Viecher, ey. So, jetzt bist du dran. Oh nein. Gut. Kratos, Genes. Mal hier. Jetzt kann ich das einsetzen, komischerweise. Was? 9 oder 10? Wir sind nicht auf dem Kane. Immer schön drauf. Kann irgendwie nicht. Oh shit. Uah.
Genes. Mann, geh nicht auf Genes die ganze Zeit. Ich glaube, ich spinne. Mein Gott, was zum... Oh, ich habe jetzt auch Dings. Mein Gott, ihm ist das vollkommen egal. Wie lade er überhaupt noch? 2700. Ah! Ich muss mich mal verteilen. Ich bin jetzt nicht mehr so sparsam wie vorher. Der hat schon wieder einen Kraftstoff. Willst du mich auf den Arm nehmen? Oh nein, Kratos. Wie konnte das passieren? Oh nein, Genes. Genes, geh doch mal ein bisschen weiter weg, ey. Der ist immer volle Böre im Gegner drin. Ey. Oh nein, was habe ich? Boah, grüner Quarz. Macht er überhaupt geil. So, egal. So, du bist jetzt. Achso, glaube ich. 128, leck mich. Boah, das war knapp. Okay, irgendwie haben die mehr gesagt als da stand. Egal. Irgendwas mit Dankeschön oder so. Hat gerade auf jeden Fall gesagt. Ich habe es geschafft, Mama. Du bist gerecht. Wir haben erfahren, wo sich Schokolade befindet. Wirklich? Pass auf! Colette! Lloyd, geht's dir gut? Ja, aber du? Mir geht's gut, ehrlich. Hier müsste es ja nur gut gehen, eigentlich. Du Bastard! Bastard! Kratos, du elende, jämmerliche Kreatur! Fühl den Schmerz. Dieser jämmerliche Kreaturen. Während du in der Hölle brennst. Colette, diese Wunde. Colette, halt durch. Colette, deine Wunde. Danke, dass ihr euch Sorgen um mich macht. Aber mir geht's gut. Wirklich. Aus irgendeinem Grund tut es nicht weh. Hihi, seltsam, wie? Dir geht's mit Sicherheit nicht gut. Rain, du kannst doch heilen, oder? Ja, aber... Colette, ich kann unser Geheimnis nicht länger verschweigen. Hört mir alle gut zu. Colette ist nicht mehr in der Lage, irgendetwas zu fühlen. Was? Wie meinst du das? Colettes Verwandlung in einen Engel schreitet immer weiter voran. Nun kann sie nicht mehr schlafen. Oder Wärme oder Kälte, Schmerzen oder überhaupt irgendetwas fühlen. Sie kann nicht einmal mehr weinen. Die Verwandlung in einen Engel bedeutet den Verlust ihrer Menschlichkeit. Leute, das ist in Ordnung. Ich bin in Ordnung. Jetzt sollten wir erst einmal etwas gegen diese Farm unternehmen. Habe ich recht, Leute? Professor, können Sie sie zerstören wie beim letzten Mal? Ich werde es versuchen. Es ist schon sehr extrem, aber ich denke, das ist wirklich die beste Idee. Lord Qua, dank Ihnen ist die Mana-Kanone endlich fertiggestellt. Machen Sie sich keine Gedanken, ich werde das Angelus-Projekt weiterführen. Oh, ich glaube, du kannst mich gar nicht mehr hören. Nun, ich denke nicht, dass du etwas dagegen hast, wenn ich die Forschungsdaten des Angelus-Projekts an mich nehme. Lass uns zurück in die Stadt gehen. Dort können wir dann überlegen, was wir als nächstes tun werden. In Luine herrscht das Chaos. Seid ihr sicher, dass sich Colette dort ausruhen kann? Vielleicht wäre Asgard die bessere Wahl, aber Asgard ist so weit weg. Ja, das ist eine gute Idee. Leute, ich bin überzeugt, dass das auch in deinem Sinne ist. Ja. Es tut mir leid.
Oh, Gott sei Dank. Jedes Mal, wenn Colette ein Siegel bricht und damit einen Schritt näher daran ist, ein Engel zu werden, verliert sie einen Teil ihrer Menschlichkeit? Verliert ihre Menschlichkeit? Das ist ja furchtbar. Was wird dann am Ende mit ihr geschehen? Was am Ende mit ihr geschehen wird? Nicht nur das, nachdem sie die Welt erneuert hat, wird sie ganz allein sein. Als der einzige Engel auf der Welt, richtig? Das ist so grausam. Das ist... Professor, schon gut. Aber Colette... Es tut mir leid, dass ich euch Kummer mache. Zurzeit ist alles ein bisschen schwierig. Aber sobald ich ein richtiger Engel geworden bin, wird alles einfacher. Mach dich also keine Sorgen, es ist alles okay. Aber es muss schrecklich hart für dich sein. Wenn du müde bist, möchtest du doch schlafen, oder? Vermisst du nicht den Geschmack deines Lieblingsessens? Und du spürst noch nicht einmal die Wärme einer Hand, die deine berührt. Du sollst diese verrückte Welterneuerung sein lassen. Danke, Sheena. Aber wenn ich jetzt aufhöre, werden all die Menschen, die überall auf dieser Welt leiden, nicht erlöst. Ich wurde geboren, um die Welt zu erneuern. Und ich werde meinen Job erledigen, okay? Ja, das ist das Schicksal der Auserwählten. Gibt es nichts, was wir tun können? Wir müssen einen Weg finden, wie wir verhindern können, dass Colette ein Engel werden muss. Die Welt erneuert. Wenn die Auserwählte ein Engel wird, so ist es immer gewesen. So ist es immer gewesen. Boah, hab ich mir komisch vorgelesen. Und so wird es vermutlich immer sein. Also, du findest deine Situation also wirklich in Ordnung. Ja, ich werde ein Engel. Das ist es auch, was mein Vater möchte. Welcher von beiden? Ich bin sicher, beide wollen es so. In Ordnung. Aber Colette, der Weg, den du gewählt hast, wird nicht einfach sein. Ja, Professor. Ich akzeptiere das nicht. Es muss einen anderen Weg geben. Oh, okay. Ah, ja. Aber einfach so aufhören geht ja jetzt auch eigentlich, ne? Prüfen. Ah, ich sehe schon. Oh, oder auch nicht. Ich dachte, er kocht. Es gibt also noch einen dritten Band der Chronica Angelorum. Habt ihr das Lesen auch schon so satt wie ich? Anscheinend nicht. Nach getaner Arbeit verkündete Mythos, der große Baum ist nicht mehr. Doch gibt es ohne Mana kein Leben. Ich werde also meine Sterbhöhle hingeben, auf dass sie die Welt mit Energie versorgte. Ich werde in ewigen Schlaf fallen, gleich hier im Schatten des verdorrten Baumes. Und Mythos Körper zerfiel zu Staub und die Menschen trauerte um ihn. Am meisten litt jedoch die Göttin, die von Trauer überwältigt in den Himmel floh und sich in einen langen Schlaf flüchtete. Die Welt war sowohl ihres Helden als auch ihrer Göttin beraubt und langsam ließ auch die Kraft des Siegels nach. Als es schließlich brach, wurden die Designs erneut auf die Welt losgelassen und brachten Chaos und Verzweiflung. Erst ein Engel entstand aus Mythos Mana, brachte der Welt das Licht der Hoffnung zurück. Mithilfe der Kraft der Elementargeister erklomm der Engel den Turm zum Himmel und betete dort zu Mattel. Wow, Mythos ist doch auch der Typ, der Mana gemacht hat. Nein, es ist ein Märchen, Leute, ein Gleichnis, eine Metapher. Du kriegst schon wieder glasige Augen. Also das ist bloß eine erfundene Geschichte zur Glorifizierung, zu Ehren von Mythos. Aber warum machen wir uns die Mühe, sie zu lesen, wenn sie erfunden ist? Ah, Lloyd, pragmatisch bist du gar nicht mehr. Oder geht nicht mehr. Ja, okay. Ich hätte noch gesagt, weil ich der Spieler bin und ich entscheide über euer Schicksal. Ich suche einen Speicherpunkt. Der Part ist schon ein bisschen lang. Müssen wir überhaupt als nächstes hin jetzt? Was hat einer? Vielleicht ihr? Von dem Bildschirm? Boah, nächsten Speicherpunkt in der Nähe, wenn ich brauche. Wir haben schon 28 Minuten, glaube ich. 29 Minuten. Boah. So, hier ist ein Speicherpunkt. In einer von denen war auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!